So, meine Lieben, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil, mit den wichtigsten neuen Botschaften von den Erzengeln, von den sieben wichtigsten Erzengeln. Und zwar für die Sternzeichen Löwe bis Steinbock. Also, lieber Löwe, höre, Erzengel Uriel, rett dem Löwen. Was immer du dir auch vornimmst, zweifle niemals an der Unterstützung der himmlischen Scharen. Sei sensibel genug für ihre Botschaften, dann kannst du alles erreichen. Die Botschaft vom Erzengel Uriel ist: Die Engel sind stets hilfreich an deiner Seite. Erzengel Michael rät der Jungfrau: Werde nicht sofort ungeduldig, weil du deine Ziele nicht gleich erreicht hast. Das göttliche Universum ist ein sorgfältig abgestimmtes Uhrwerk, in dem jedes Rädchen seine Funktion erfüllt. Seine Botschaft lautet: Gut Ding will Weile haben. Und Erzengel Gabriel rät der Waage: Du bist überzeugt von dir, unabhängig und frei zu sein. Allerdings bist du durch berufliche und private Zwänge in einer Tretmühle gefangen. Versuche, möglichst wenig Abhängigkeit entstehen zu lassen. Hier Gabriels Botschaft für dich: Lege deine Fesseln ab. Erzengel Kamuel rät dem Skorpion: Verzweifle nicht, wenn dein Dasein nicht so verläuft, wie du es dir vorstellst. Und denke nicht, dass das Schicksal es nicht gut mit dir meint. Jede Erfahrung lässt dich wachsen und reifen. So seine Botschaft für dich: Das Leben lieb dich. Erzengel Raphael rät dem Schützen: Auch wenn der Verstand die Menschen so gemacht hat, was und wie sie sind, solltest du nicht kopflastig sein, sondern der Stimme deines Herzens vertrauen, die dir sagt, ob du auf dem richtigen Weg bist. Seine Botschaft lautet: Vertraue deiner Seele. Nun zum letzten Sternzeichen, dem Steinbock. Erzengel Zadkiel rät dem Steinbock: Bescheidenheit ist eine Zier. Doch wenn es um deine Talente geht, stelle dein Licht nicht unter den Scheffel. Besinne dich deiner Fähigkeiten und bringe sie möglichst gut zur Geltung. So die Botschaft vom Erzengel Zadkiel: Sei dir deiner Qualitäten und Talente bewusst. Das, meine Lieben, waren die Botschaften der wichtigsten sieben Erzengel, die ich für euch bekommen habe. Ich wünsche euch eine gute Zeit und seid behütet von den Engeln. Herzlichst, eure Deria.